In einer Stunde beginnt das El Clásico, Alla Madrid. Die Tickets waren so teuer, dass wir nur zwei Stück haben. Der Erste, der ausgewählt wird, darf auf jeden Fall rein. Der darf rein, ne? Wir sind jetzt im Taxi. In einer Stunde beginnt das El Clásico, Alla Madrid. Und er ist auch dabei. Es ist unser erstes El Clásico, was wir sehen. Und ich glaube, es wird richtig krass, weil die Stadt einfach eskalieren wird. Madrid, die drehen eh schon immer durch und gegen Barcelona muss einfach geil werden. Aber vielleicht schaffen wir es nicht pünktlich, weil wir natürlich wieder zu spät los sind. Ich sag dir so, ich glaube, das wird heute ein Klassiker. Alles klar. Hier ist die wunderschöne Tom. Benadio! Die Stadion. Ist halt immer noch eine Baustelle, aber wir sind ja auch Baustellearbeiter. Von daher versuchen wir jetzt den Eingang zu finden. Und dann geben wir jeden Jungs natürlich ihr Ticket. Telefonklingel. Hola. Thank you. Bye bye. Ey, unsere Tickets für El Clásico sind jetzt wohl da. Ich muss runter und die holen. Let's go! Hola Madrid! Hola Madrid! Okay, was die anderen beiden nicht wissen, es gibt nur zwei und wir sind ja zu viert hier. Also wird das vorm Spiel mal wieder eine kleine Überraschung. Ja, Jungs, unser Karma ist nicht auf unserer Seite, wenn wir schon so drüber reden. Bitte, bitte. Wir beide, bitte. Schal ist Pflicht, oder wie seht ihr das? Nein, aber Mo und Holzi lieben diese Schals und wir verlosen wieder einen an euch. Mir ist kalt und ich benutze das als Unterlage für meinen Arsch, weil die Plätze hier im Bernabeu ein bisschen hart sind für mein Popöchen. Einfach Video liken und kommentieren, wenn ihr einen Schal haben wollt. Das vertritt durch, Alter. Das hier ist der, den wir verlosen und das hier ist meiner. Der wird verlost. Ja, ja, der ist der verlost. Sag mal rein, sag mal rein. Ja. Ist richtig rum? Ja, ist richtig rum. Ist richtig. Ja, ist Hammer. Das sieht super aus. Wir suchen den Eingang. Wir brauchen Eingang 29. Hier ist 26. 28. 32. Hä? Die können hier gar nicht zählen, die Spanier. Die können ja gar nicht zählen. Oh, wir finden den Eingang nicht. YouTube-Video. Weil wir den Eingang nicht finden, haben wir natürlich schon einen Plan B. Wir klettern einfach den Kran hoch und springen dann von da darüber. Das sollte funktionieren, oder? Was meinst du? Ich bin dabei. Wir haben unseren Eingang gefunden. Nach sehr viel Gesuch und vielen sexy Omas hier vom Bernabeu sind wir da. Jungs, seid ihr ready? Yes, mehr als ready. Warte doch ganz kurz. Da gab es hier immer wieder eine Sache, die wir vergessen haben zu sagen. Die Tickets waren so teuer, dass wir nur zwei Stück haben. Lava. Lava, geil. Und ihr wisst, Lava, was das heißt. Also, für uns ist es genauso wie für euch. Gleiche Chance. Zwei von uns vier können gleich. Egal, bleiben. Egal. Das Glück ist auf meiner Seite. Zwei von vier. Ich war einmal schon mal hier draußen und ich muss sagen, als ich hier mit draußen war mit Mo, war es sogar geiler als dann bleib doch einfach rein, ich weiß ja nicht, ob es heute auch so geil wird. Weißt du, ich lasse das Schicksal entscheiden. Der Erste, der ausgewählt wird, darf auf jeden Fall rein. Der Erste, der darf rein, ne? Seid ihr ready? Ich muss kaum nicht. 3, 2, 1. Hat so Glück. Was ist das, Alter? Dieser Finger von dem ist verhext. Ist das die Hand? Are you ready? 3, 2, 1. Ich sag euch ehrlich, wir waren ja auch schon mal draußen. Ja. Ist wirklich geil draußen. Ist wirklich nice. Das ist geil. Ja, gut. Aber jetzt mit den Tickets. Sag doch jetzt, war nur ein Witz. Ja, viel Tickets, komm. Ich komm, wünschte es. Sag es mir. Sag es mir. Nein. Ein paar Sekunden später.
Wollt ihr mal seine Cap ausziehen? Da hinten sind die Kollegen. Die müssen draußen warten. Ciao, ciao, Bella. Also ne? Wir haben das selber geplant. Wir haben das geplant und haben verkackt. Ja, kann halt auch manchmal in die Hose gehen. Ne? Also war eine coole Idee. Am Ende für uns vielleicht nicht so cool, aber du hast einen Schal bekommen. Ich habe einen Schal bekommen und wir müssen zu Hause essen. Und ich will einfach wieder nach Hause. Einfach, ja, wir gucken, was hier so draußen abgeht. Vielleicht gibt es ja auch ein paar wie... Oder lass versuchen, hier noch Tickets zu kaufen. Vielleicht verkauft hier irgendwer noch sein Ticket oder so. 1000 Euro oder so. Ich bin doch, ey, es ist aber anders als du. Guck mal, bei dir steht auch links. Eingang 25. Egal. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wir gehen hier einfach rein und suchen uns die besten Plätze auf die Preise. Ganz einfaches Ding. Gerade läuft die Real Madrid-Hymne. Ich sag euch ehrlich, ich hätte sehr, sehr gern dieses Spiel gesehen. Also das hätte ich von den letzten Spielen am liebsten gesehen, aber was soll man machen? Das ist die Challenge, Alter. Boah, guckt euch das an, Jungs. Es müsste jetzt jede Sekunde losgehen. Wir können aber das Spiel auf The Zone gucken zumindest. Oder irgendwie so. Dann können wir da so sehen, was passiert, während wir draußen. Das ist so krass zu denken, dass einfach gerade Ronaldo hinter einem Feld steht. Ne? Und Messi, Alter. Messi, Digga. Crazy. Mein erstes Fußballspiel, ich habe einfach beide live gesehen. Ne? Scheiße. Oder vielleicht sogar Iker Casillas auch im Tor. Ey, die pfeifen nicht an oder läuft das schon? Hab ich fünf nicht gehört. Und alle läuft das Spiel! Wie läuft doch schon, kannst du dir nicht erzählen. Vinicius, Vinicius. Hey! Wie läuft schon, Mann? Ich bin vor! So, eigentlich würden wir getrennt voneinander sitzen in unterschiedlichen Blöcken. Wir haben uns hier eigentlich jetzt einfach frech wie die Ordner hingestellt und gucken uns das Spiel hier im Stehen an. Der Seitenstraße hinter uns die ganze Zeit geht ein Raunen durchs Stadion und wir sind hier auf so einer riesen Müllstraße, wo einfach alles dreckig ist. Das vor dem Spiel, guck mal, wie es hier aussieht. Warte. Müll, einfach Müll wie unser Leben. Aber ich habe bunte Popcorn. Geil. Die stehen da alle an und machen schon Public Viewing. Ich hol gleich meinen The Zone-Account raus und dann eröffnen wir hier selber ein. So eine Scheiße machen wir nicht. Wer parkt hier sein Auto? Wie dumm! Wer parkt hier sein Tesla? Der stellt einfach Tesla hier hin, Alter. Guck, wie es hier aussieht. Wir wissen nicht genau, was gerade passiert, aber die Leute haben gejubelt. Könnte ein Tor gewesen sein. Da rasten sie auch aus. Und man hört, da hinten ist das Stadion locker 500 Meter weit weg und man... Ich glaube, es ist ein Tor. Es müsste eigentlich 1-0 gefallen sein. Durch La Karim. Karim Benzema, Toni Kroos, Vorarbeit, Vinicius, Schuss ab, na La Karim macht rein. Geil. Das krasse ist, El Clasico ist sowieso immer heftig, aber dieses El Clasico ist, glaube ich, besonders geil, weil Real und Barca einfach punktgleich auf dem ersten Platz sind. Das heißt, es ist richtig hitzig. Egal, ich hoffe, die Jungs haben Spaß. Der Mo,
der nicht mal weiß, was abseits ist. Ich hoffe, der hat Spaß. Barca ehrlich schlecht, Alter. Können nicht mal Bälle spielen. Das ist ja hier wie Kreisliga heute, ne? Also ich kann nur sagen, parkt eure Autos niemals in dieser Straße. Die werden einfach so zum Bier und Getränke ablegen benutzt. Hier geht er noch, aber da vorne ist... Ja, da ist total schade, aber... Wir können ja gleich mal eine Runde drehen, dann zeigen wir uns. In der Halbzeit gucken wir mal. So gucken wir jetzt 90 Minuten das Spiel. Da ist das Stadion. Das Geile ist, wir hören immer so 5 Sekunden vorher, wenn was Krasses passiert, weil dann rasten immer alle aus und das hörst du sogar hier noch. Muss was passiert sein, Leute. Keine Ahnung, die drehen durch. Hä? Was passiert? Wie sieht's denn nicht? Was passiert? Barca wird komplett aufgenommen hier. Wir haben zwar viel Ballbesitz die letzten Minuten gehabt, aber hat nichts gemacht. Vinicius? Boah! Die sind auch jetzt. Valverde. Let's go! Also gleich werden wir safe hier weggeschickt, wenn ich so weit habe. Geisteskrank, Junge. 20 Sekunden später sehe ich das hier erst. Valverde 2-0. So, erste Halbzeit ist rum. Was sagst du? Also Real, super gespielt. Obwohl Barca mehr Ballbesitz hat. Ja, Barca, die lassen den Ball oft sehr gut laufen, aber das bringt den halt irgendwie gar nichts. Am Ende machen die immer Fehler. Bruder, und hinten rum spielen die manchmal so Harakiri. Bruder, leider. Da könnten echt noch ein, zwei Dinger für Real raus werden. So, ne? Schalten wir mal rüber zu den Jungs. Also eine Sache muss man denen lassen. Hier draußen sind wirklich stabile Girls. Also. Ach, deswegen wolltest du draußen, weil er extra verloren. Ja, extra. Ja. Oh, der Tesla, er steht noch. Das Stadion, und genau da ist Mugge. Wo die anderen Menschen scheißen, werden wir jetzt hier noch ein kleines Marker schmeißen. Ja. Geil. Zwei Baguettes hier. Keine Ahnung, ob das bei den Jungs auch so aussieht, aber bei uns ist geil. Ja, geiles Ambiente, kann man machen. Kann man machen. Kurzschlussreaktion. Ich kaufe jetzt einfach hier die gleiche Jacke, die Holz, die sich auch vor ein paar Tagen geholt hat. Ein bisschen wieder gute Laune zu haben. Warum auch immer. Eine Halbzeit hat es geklappt. Jetzt stellen wir uns wieder genau an die gleiche Stelle, machen nichts anderes, werden weggeschickt. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Block, stellen uns da wieder hin. Da keinen Bock, dass wir jetzt getrennt da irgendwo sitzen. It's the vibe. Zweite Halbzeit geht los oder läuft gerade. Ich mit meiner neuen Jacke filme ich crispy clean. Dann ist es alles nicht so schlimm, dass wir nicht im Positiv Stadion sind. Genau. Jetzt hatte ich die Zeit, in den Store zu gehen, mir die Jacke zu holen. Viel besser eigentlich. Ja, wirklich besser als im Stadion. Was hat denn jetzt hier? Ja? Du, mir hier durch die Netze hier. Ja, Premium-Plätze. VIP kann man sagen. Wir suchen doch nur bessere Plätze. Die Tickets haben ja auch nur 1800 Euro gekostet, glaube ich. Glaube Lukas. Aber ich dachte, das wären 4 Tickets. Ja. Das war ja dann doch nur 2. Das heißt, ein Ticket war fast 1900 Euro. So, haben jetzt hier noch die Plätze gewechselt. Direkt wieder weggeschickt. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt extra für euch einen anderen Blickwinkel gefunden. Ja, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Wir sind am nächsten Spot, aber wir müssen ruhig sein. Weil Englisch. Ein Raunen geht durchs Stadion. Wir wissen nicht, was passiert ist. Hier steht es bei mir noch 2-0. Aber irgendwas muss passiert sein. Ich gucke einmal. Modric auf Vinicius. Vinicius schickt La Karim. Eiskalt 3-0. Karim Benzema. Crazy. Das ist so krass. Du läufst hier lang. Du hörst es. Du weißt, es ist Tor gefallen. Zählt irgendwie nicht. Ich habe es nicht überbekommen, aber immer noch 2-0. Also Abseits oder so. Keine Ahnung. Oder Hand. Oder Elfmeter. So. Wir haben es geschafft. Wir sitzen in einem ganz anderen Block. Aber wir haben 2 Plätze. Andere Plätze. So muss man das halt heutzutage machen. Ne? Einfach. Es wird wieder laut, Leute. Wir wissen nicht genau, was passiert. Also wir versuchen immer anhand so des Geschreis zu ahnen, was für eine Aktion war. Wir können jetzt schon raushören, ob es eine offensive oder eine defensive Aktion war. Aber ich würde sagen offensiv. Jetzt müsste gleich offensiv was passieren. Aber ich glaube kein Tor, weil bei Tor würden die mehr ab. Oder Bruder, was sagst du dazu?
Halle Madrid? Halle Madrid. Ach du Scheiße, da hinten, da ist der Fernseher. Da ist der Fernseher, kann man gut erkennen. Aber die Leute stehen einfach hier. Hier gleiches Spiel, schöner Fernseher, Lewandowski. Jetzt sehe ich den Fernseher nicht mal mehr, ey. Minute, Barca ist back. 2-1. Schönes Tor. Hat man an den Fitten hier gehört, das Tor für Barca 3-1. Jetzt kann es nochmal spannend werden. Leute, es muss was Krasses passiert sein. Guck mal da, ich habe jetzt so viel da stehen. Guck mal lieber auf Livestream. Crazy. Es muss irgendwas Krasses passiert sein. Videobeweis! Videobeweis! Oh, Elfer muss es geben. Die haben sich aufgeregt, weil kein Elfer gibt für Real. Ich glaube, die gucken gerade die Elfer-Szene, ob das jetzt ein Elfer ist. Wir werden es an der Reaktion jetzt gleich sehen. Es gibt den Elfer! Und das nächste Tor! Gibt oh, Elfer. 100 Pro gibt es Elfer. Ja, Elfer Real. Kurz. Was? Hey Digga, die im Stadion, die hören das sehr. Dann wir so. Hey, Klassiko ist aus. Das war's. Real hat gewonnen. Schön, schön war's. Ciao Jungs, ciao Freunde. Oh Bruder, ich bin so gespannt, wie das bei den anderen Jungs war. Lass sie uns gleich erzählen. Was sie gemacht haben? Entweder die sagen, ey, war lustig draußen oder war komplett allein. Ich denke, draußen war auch ein richtig stabil gefunden. Meinst du? Ich hoffe für die, ich hoffe für die. Und wie war's, Kollege? Ich sag ehrlich, war cool, aber ich wäre auch gerne im Stadion gewesen. Ich fand's super. Hä? Überall durch die Straße. Wie ist überhaupt das Spiel ausgegangen? Ich habe schon bekommen, ja? Ich weiß nicht. Ich glaube, du weißt wirklich nicht. Wir haben alle Tore drauf. Ja? Alle Tore gefallen. Alle. Fällt dir was auf? Ja, du hast ja auch die Jacke. Ja. Ich würde sagen, das war's für diesen Vlog. Für mehr Stadion-Vlogs und so Challenges, lasst ein Like da. Ich finde das super mit dieser Aussuchung und immer gewinnen. Ja, ihr beide. Also, so, das können wir auf jeden Fall immer so machen. Bitte liken. Danke euch. Ciao.